Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu It's No Daily Soap Tarot. Ja, meine Lieben, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne jetzt in regelmäßigen Abständen Tagesbotschaften herausbringen, die sich auf irgendetwas beziehen. Also ich stelle keine bestimmte Frage, sondern ich möchte einfach schauen, welche Botschaft rauskommt, welche Botschaft an diesem Tag gerne gesagt werden möchte, die von irgendeinem von euch gehört werden sollte. Das kann die Liebe betreffen, das kann den Beruf betreffen, das kann eine Familiensituation betreffen. Das ist völlig unterschiedlich. Ja, das kann auch völlig unterschiedlich sein. Ich möchte diese Legungen auch zeitlos machen. Das heißt, ich werde sie nicht datieren. Ich werde hier eine Playlist erstellen und wenn es irgendein Reading gibt, der ein Bild euch anspricht oder wo der Titel euch anspricht, dann ist es egal, wann ich dieses Video gedreht habe. Wenn ihr euch dann in dieser Legung wiederfindet, ist es auch zur richtigen Zeit die richtige Botschaft. Deswegen ist das jetzt quasi ja sowas wie eine neue Serie, eine zeitlose Nicht-Daily-Soap, denn diese Geschichten haben absolut nichts miteinander zu tun. Können, wenn das für euch passt, wenn ich für euch so eine fortführende Geschichte erzähle, dann ist das super, aber das ist nicht meine Intention. Das sind einfach Botschaften, die für irgendjemanden da draußen an diesem Tag ausgesprochen werden sollten. Gut, meine Lieben, und jetzt geht's weiter. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu It's No Daily Soap Tarot. Meine Lieben, ganz kurz vorneweg, es tut mir leid, dass es die letzten Tage so, oder jetzt ist es ja schon fast eine Woche, dass da so wenig Input von mir kommt. Mein Leben hält mich gerade extrem auf Trab. Alles Dinge aus der Kategorie Sachen, die die Welt nicht braucht. Ich hatte eigentlich so viel geplant diese Woche für euch. Aber das muss ich jetzt alles aufs Wochenende verschieben. Ich werde am Wochenende auf jeden Fall ranklotzen für euch, denn ich möchte euch so viele Readings noch machen, weil wir so viele krasse Energien gerade um uns herum haben. Aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal kurz ein kleines Daily Soap Tarot für euch. Ich habe mir schon mal zwei Orakelkarten aus dem Deck springen lassen. Und ich fand es super interessant, dass hier der Vollmond im Skorpion aus dem Deck sprang. Denn genau den hatten wir ja jetzt gestern. Und hier steht drauf, it's time to release negativity. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, in den letzten Tagen, ich spüre diese krassen Energien, jetzt mal abgesehen von meinen ganzen kleinen Problemchen, die sich da gezeigt haben, aber ich spüre, dass hier wirklich heftige Energien unterwegs sind. Ich habe auch irgendwie kurzfristig mal so einen Downer gehabt, wo ich gar nicht wusste, wo er herkommt. Aber ich gehe mal davon aus, das ist einfach diese Big Shift Energie, die sich gerade so zeigt. Und ich glaube, dass dieses Reading so ein bisschen die Nachwehen des Skorpion-Vollmonds anzeigen möchte. Die zweite Karte, die aus meinem Spirit Animal Oracle fiel, ist die Karte You See Clearly Now. Und eines dieser Readings, die ich für euch geplant hatte diese Woche, ist der Wechsel vom nördlichen Mondknoten vom Zeichen des Krebses in das Zeichen der Zwillinge, wo es wirklich um mehr Klarheit geht, wo die nächsten 18 Monate befindet sich der nördliche Mondknoten im Zeichen der Zwillinge. Und Zwillinge steht für Kommunikation und für Lernen und für Klarheit eben. Und deswegen You See Clearly Now, wo es darum geht, dass man jetzt klar sieht, habe ich das Gefühl, dass diese Tagesbotschaft tatsächlich so ein kleiner Vorgeschmack auf die Readings wird, die ich hoffentlich am Wochenende für euch machen kann, spezifischer. Und als diese beiden Karten gerade aus dem Deck sprangen, habe ich mich ganz spontan dazu entschlossen, heute die Legung für euch mit dem After Tarot zu machen. Das zeigt immer eine Sequenz nachher auf den Bildern an. Und deswegen würde ich gerne wissen, was sieht man jetzt klarer? Was sind diese Nachwirkungen dieses Skorpion-Vollmondes? Welche negativen Energien da dürfen wirklich gehen? Ach, meine Lieben, ich muss mal kurz durchatmen und mich kurz in diese Energie reinfühlen. Okay, gut. Liebes Universum, ich hätte gerne gewusst, welche Energien
darf ich zu diesen beiden Orakelkarten hier noch haben, liebes Universum? It's time to release negativity. Wow, die 10 Kelche, das fängt super an, meine Lieben. Das fängt super an. Und die 8 Kelche. Habt ein bisschen Verständnis dafür, dass ich heute vielleicht ein bisschen länger brauche, um mich in diese Karten einzufühlen, denn mit den Karten lege ich nicht so oft. Und wie gesagt, da es hier andere Sequenzen sind, die hier zu sehen sind, will ich auf jeden Fall die richtige Energie aufschnappen. Okay, also ich glaube, es geht wirklich darum, mit den 10 Kelchen, das ist das Ziel, ne? Emotionale Fülle, sich glücklich fühlen im Kreise seiner Familie, im Kreise seines Umfeldes. Das ist, ja, ich glaube, das ist das Ziel, das ist die Hauptenergie. Und hier auf diesen 8 Kelchen, meine Lieben, sieht man den Mann, der normalerweise immer wegläuft von den 8 Kelchen, den sieht man hier hinten. Und diese Frau steht hier und betrachtet so die Inhalte ihrer Kelche. Und ich glaube, diese Energie will uns sagen, schaut mal genau hin, was darf wirklich, ne, hinter euch gelassen werden? Welche Energie? Schaut euch diese Kelche nochmal an. 2 von diesen 8 Kelchen sind auch umgestürzt. Das heißt, hier ist definitiv Energie spürbar von Dingen, die definitiv in der Vergangenheit bleiben dürfen. Ich habe auch das Gefühl, da der Mann hier ja schon weggelaufen ist, vielleicht betrachtet jemand anderes die Dinge, die ihr hinter euch gelassen habt. Ich frage mal weiter, meine Lieben. Ich frage mal weiter. Liebes Universum. Interessant. Interessant. Der Narr, der König der Schwerter und die 4 Kelche. Beim Narr sagt man ja auch immer, take a leap of faith. Ne? Also hab so ein Urvertrauen ans Universum. Geh vorwärts. Und das hat der Narr hier auf dieser Karte bereits gemacht. Er hängt hier an seinem Abgrund. Er hängt hier an seinem Abgrund und er riecht an seiner Blume. Und ich habe das Gefühl, diesen Vertrauensvorschuss, diesen Take a Leap of Faith ist hier schon gemacht worden. Und es geht um so eine Bestandsaufnahme. Es geht darum, was es geht. Also bei dieser Karte nehme ich gerade eine Energie wahr, wo es wirklich ums Hier und Jetzt geht, zu schauen, ob ich mich hier wieder hochhange oder ob ich mich fallen lasse, ob ich dem Universum vertraue, dass hier gleich wieder Boden ist. You see clearly now. Das tut der König der Schwerter. Der König der Schwerter, der sieht ganz klar, was er nicht haben möchte. Der schüttet hier, ne, normalerweise auf den 4 Kelchen ist ja, das Universum reicht einem eine Gelegenheit. Und hier schüttet dieser Mann diese Gelegenheit aus. Er möchte eine neue Gelegenheit nicht haben. Er ist nicht interessiert an dieser neuen Gelegenheit. Das ist ja interessant, meine Lieben. Das ist ja mal ein interessantes Reading. Ich würde gerne wissen, warum liegen die 4 Kelche hier, liebes Universum? Ich habe diese Reihe, die jetzt hier liegt. Das hier ist das Ziel. Die 10 Kelche sind das Ziel. Und es geht irgendwie darum, zu betrachten, wo ist man schon hingegangen? Wo steht man jetzt? Wo steht man hier, im Hier und Jetzt? Geht man hier weiter? Oder soll man sich nochmal etwas anschauen, was man zurückgelassen hat, weil das Neue vielleicht doch nicht das ist, was man haben möchte? Ich hätte gern eine Karte zu den 4 Kelchen, die 3 Stäbe. Noch eine Karte bitte zu den 4 Kelchen. Und die Welt. Okay, wow. Okay. Was für klare Entscheidungen wurden hier getroffen? Denn die Welt und die 3 Stäbe sagen mir, bei den 3 Stäben geht es darum, der Vergangenheit den Rücken zuzudrehen und wieder nach vorne zu schauen.
Vielleicht will diese Energie, die hier liegt, auch sagen, es ist ein Wendepunkt. Ich spüre hier irgendwie gerade so einen Wendepunkt. Ich hätte gerne eine Zusatzbotschaft. Irgendwie das Alte ist jetzt endgültig vorbei. Man kann sich auf den Weg machen zu den 10 Kelchen. Eine Zusatzbotschaft, bitte, liebes Universum, zu dieser Reading. Okay. Oh, wow, die springen hier aber auch aus dem Deck, meine Lieben. Die 5 Schwerter. Und auf diesen 5 Schwertern hat man den Kampf gewonnen. Der unfaire Kampf ist gewonnen. Der unfaire Kampf des Teufels. Okay. Time to release negativity, meine Lieben. Es geht hier wirklich darum, ich spüre hier wirklich eine krasse, wow, oh ja, ich spüre hier wirklich eine krasse Energie des Wendepunkts. Die 2 Münzen, die Kraft und das Ass der Kelche, meine Lieben. Auf den 2 Münzen hier, ne? Normalerweise ist ja auf die Energie der 2 Münzen, ist ja, man ist irgendwie so hin und her gerissen. Man jongliert 2 Dinge hin und her. Hier sehe ich aber einen Hofnarren, der sich hier irgendwie vor Ankömmlingen zum Affen macht. Das muss ich wirklich so sagen. Die Energie nehme ich gerade wahr. Und ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, die Anhaftung, sich in irgendeiner Art und Weise zum Affen zu machen und irgendwelche unfairen Kämpfe, in irgendwelchen unfairen Kämpfen hier drin zu stecken, das ist vorbei, meine Lieben. Das darf überwunden werden. Und in diesem Moment, in dem man hier in seine Kraft gefunden hat, reicht einem das Universum diese neue Möglichkeit. Ich glaube, das, was man hier klar sieht, ist ein Wendepunkt. Das Alte darf endgültig gehen, damit das Neue kommen kann. Das Ass der Kelche und die 10 Kelche, meine Lieben. Okay, super interessante Legung. Ich würde gerne wissen, was sieht man hier jetzt klar, liebes Universum? Was sieht man hier jetzt klar? Das ist so ein interessantes Kartendeck. Die Herrscherin und die 9 Stäbe. Und bei den 9 Stäben sage ich ja immer, schließ mit deiner Vergangenheit ab. Aber hier bricht jemand durch den Zaun durch, den man sich gezogen hat. Und bei der Herrscherin geht es ja um die weibliche Energie des Empfangens. Und ich glaube, meine Lieben, ich will euch keine falschen Hoffnungen machen, aber ich glaube, der sich hier durch den Zaun durchdrückt, ist jemand aus eurer Vergangenheit, mit dem ihr eigentlich schon abgeschlossen gedacht habt. Jemand, der sich schaut, was ihr angeschaut habt, was ihr zurückgelassen habt. Also diejenigen, die sich hier in dieser Legung wiederfinden, die haben sich hier von irgendwas abgewandt, vor allem von dieser Energie, von alten Anhaftungen, von unfairen Kämpfen, von unfairen Situationen, von manipulativen Menschen, von Menschen oder Situationen, die einem nicht gut tun. Irgendetwas, wo man das Gefühl hatte, man hat sich zum Affen gemacht. Das sieht man jetzt klar oder habt ihr schon klar gesehen? Ihr habt in eure Kraft gefunden und seid bereit, hier einen Neuanfang zu empfangen. Ihr habt hier endgültige Enden gesetzt. Ihr habt euch hier endgültig von irgendetwas abgewendet. Und seid in diese Energie der Herrscherin gekommen, seid in diese Energie des Empfangens gekommen. Und plötzlich drückt sich da irgendjemand aus der Vergangenheit durch euren Zaun. Ich möchte jetzt kurz wissen, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, dass der sich hier durchdrückt. Denn vielleicht ist das auch ne, dieses It's time to release negativity und dieses Use the Clearly Now. Vielleicht kommt hier jemand zurück und ihr seid aufgerufen,
ne, hier euren Weg weiterzugehen, das, was ihr hier endgültig entschlossen habt. Deswegen würde ich jetzt, frage ich jetzt tatsächlich mal genauso nach, wer drückt sich durch den Zaun und was will der? Was will diese Person, die sich hier durch den Zaun drückt? Liebes Universum, wer kommt hier? Was darf ich über... Okay, der Stern. Eine Karte noch. Oh, Wowski. Und der König der Kelche. Ich muss wirklich sagen, mit diesen beiden Karten habe ich das Gefühl, dass was hier aus der Vergangenheit zurückkommen könnte. Ist nicht schlecht. Mit dem Stern und dem König der Kelche, auch wenn der König der Kelche hier in diesem Deck seinen Kelch gerade ausschüttet, bekomme ich hier, vielleicht schüttet euch jemand sein Herz aus, vielleicht schüttet euch jemand seine Gefühle aus. Denn der Stern sagt mir definitiv, dass das gut ist, ne? Das ist Heilungsenergie, das ist Wunscherfüllungsenergie. Interessant. Also ich kann wirklich nur sagen, ja, okay, mit dem Ritter der Kelche an der Unterseite des Decks. Ich glaube, hier kommt wirklich jemand aus der Vergangenheit zurück, den ihr definitiv hier mit der Welt definitiv hinter euch gelassen habt. Hier kommt jemand zurück und hat euch etwas zu sagen, etwas Emotionales. Hier, ich meine, hier alle schütten hier ihre Kelche aus, auch die Frau auf dem Stern, die begießt sich quasi mit diesen Kelchenergien. Und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich will euch keine falschen Hoffnungen machen, meine Lieben, aber ich habe das Gefühl, hier kommt jemand, der wirklich euch sein Herz ausschütten möchte. Weil ihr in diese Herrscherinnenposition gekommen seid. Weil ihr gesagt habt, hey, ich verlasse all die Schauplätze, ich mache mich nicht mehr zum Affen, ich finde in meine Kraft, ich bin bereit, hier neue Liebe zu empfangen, ne, die Herrscherin empfangen, ich bin bereit, etwas zu empfangen und ich glaube, ihr dürft auch etwas empfangen. Wow. Okay, meine Lieben, krass, krasse Botschaft bisher. Ich lasse das für den Moment so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading. Ich will hier auf jeden Fall noch ein bisschen genauer eingehen, dann auch mit den normalen Tarotkarten. Wer hier zurückkommt und was der für Absichten hat. Aber für all diejenigen, die sich das Zusatzreading nicht anschauen, wenn hier bei euch jemand auf der Matte steht, mit dem ihr abgeschlossen geglaubt habt, ihr bekommt in irgendeiner Art und Weise Klarheit, was euch vielleicht auch dabei hilft, negative Energien loszulassen. Denn der Stern, also schöner könnte die Botschaft hier unten nicht sein. Das, was, vielleicht ist es auch einfach Heilungsenergie. Vielleicht kommt hier nochmal etwas aus der Vergangenheit zurück, was dann endgültig geheilt werden kann, meine Lieben. Es so oder so, es ist ein wundervoll positives Reading. Ich habe auch das Gefühl, ihr steht wirklich schon sehr gut da. Diejenigen, die sich in dieser Legung wiedergefunden haben, ihr habt den größten Teil dieser Arbeit geleistet. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da bei euch rauskommt, meine Lieben. Okay, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao.